Hallo und herzlich willkommen. Wir präsentieren uns hier unseren neuen Channel. Wir haben uns mit ein paar Jungs zusammengeschlossen. Mit wir meine ich mich, den Black Pain. Unter anderem dabei sind auch der Zero, der Colty, Jay und J-Gang. Oder habe ich das schon mal gesagt? Das weiß ich gar nicht. Zu Gast heute, Weltpremiere, erstes Video, ist der Felix, der Zero. Felix, sag hallo. Hallo. Mehr hast du nicht zu sagen. Ja, doch, natürlich. Naja, erstes Video nicht unbedingt. Duels habe ich ja schon mit dir oder mit J-Gang gemacht, also. Ja, das stimmt. Also Weltpremiere am 01.01.2013. Ja, um 19.36 Uhr. Also, ist das jetzt eine neue Ära oder was war das denn jetzt mit dem Weltuntergang? Es wurde irgendwie alles nur falsch verstanden, glaube ich, ne? Missglückter Weltuntergang. Missglückter Weltuntergang. Jetzt ist 2012 definitiv eine Komödie für jeden. Ja, auf jeden Fall. irgendwer hat verpennt, die Welt in die Luft zu jagen. Oder richtig, so. Richtig. Also, wir haben auch alle fein unseren Daumen rausgehalten. Neuer Versuch 2013? Ja, weiß ich nicht. Gibt es da ein paar Daten? Was? Felix? Okay, es scheint so. Wir haben dich gerade gar nicht mehr gehört, also irgendwie musst du dich da wiederholen. Du warst auf einmal weg. Verdammt. Verdammt! Verdammt! Naja, Keine Ahnung, bis wo hast du gehört? Ob es neue Daten gibt für den nächsten Weltuntergang. Ach so, naja, 2013 gibt es einen Kometen, der einige Monate lang sichtbar sein sollte. Und ich wette, was der bringt jetzt das Ende der Welt mit sich. Der Komet? Ja, der... Also gehen wir jetzt alle auf Deep Impact und scheißen auf 2012, den Film. Genau. Oh ja, es wird herrlich. Wir warten alle, bis dieser große Stein auf uns niederfällt. Ja. Ja. Wir gehen jetzt auch gar nicht auf dieses Video ein. Wir hatten eigentlich jetzt nur vor, uns mal so ein bisschen vorzustellen, ein bisschen zu sagen, was wir so in Zukunft vorhaben werden, was wir davon vielleicht realisieren können. Vielleicht habt ihr ja auch so ein paar Sachen, wo ihr sagt, hey, uns wird das und das mal interessieren, dieses Spiel. Vielleicht habt ihr das ja, vielleicht kann man sich das ja irgendwo günstig organisieren. Das wird, denke ich mal, so jetzt primär die Aufgabe sein, die wir uns selber geben werden, damit wir euch als Abonnenten neu dazu bekommen und auch halten können, würde ich sagen. Habe ich irgendwas vergessen, junger Mann? Nein, ich denke nicht. Ich würde nur sagen, wir erweitern unser Repertoire mal auf nicht nur COD oder Battlefield. Nee, also das hatte ich jetzt eigentlich auch gedacht, dass wir auch noch ein paar andere Spiele mit bei tun, was weiß ich. Es gibt genug andere. Ich meine, wenn Dead Space 3 rauskommen wird, da werden wir zwei wohl einmal auf Trophäenhunt gehen. Mal schauen. Ja, das hatten wir beide uns vorgenommen, der Felix und ich, also der Zero und ich. Wir wollten da so ein bisschen Achievement Hunter werden, beziehungsweise es versuchen. Ob es nachher realisierbar wird oder ist, das steht in den Kometen. Ja, der J-Gang, der hier das Ganze mehr oder weniger ins Rollen gebracht hat, der ist jetzt leider nicht dabei, der ist gerade in Saudi-Arabien. Der hat dort Familie, dort hat er jetzt Weihnachten verbracht, Silvester auch, ich weiß nicht, wann wollte er wiederkommen, nächste Woche? Also er hat gesagt, um 15 Uhr am 3.1. oder am 5.1. will er wieder zocken. Also will er wieder zocken, okay. Ja. Also da hat er jetzt wahrscheinlich schon Ständer. Und freut sich mega drauf. Ja, denke ich auch. Ja, der Colty, der hat auch einen YouTube-Channel. Wobei man sagen muss, dass er in letzter Zeit, glaube ich, nicht so aktiv mit dabei gewesen ist. Ich glaube, das letzte, was er gemacht hat, war mit auf meinem YouTube-Channel. Das war irgendwie der Dreier mit der Crew, glaube ich. Da warst du jetzt. Stimmt. Ja. Na, ich glaube, das war das einzige von Colty, was ich überhaupt gesehen habe. Ja, aber er hat ja auch einen Channel, definitiv, den hat er auch. Ja. Neu dazugekommen sind oder seid ihr, ne? Du und der Jay. Mhm. Beides sehr, sehr lustige Kerle. Felix ist Österreicher. Da mache ich mir immer meine Späße mit. Ja. 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 Und ja, ich meine,
So ganz neu dazu kommen bin ja sowieso ich. Erst seit, ja, 9 Monaten. Neun Acht? Monate? Weiß ich gar Ja, nicht. circa. Ich hab nicht die Zeit gestoppt. Ja, ich auch nicht. Aber ich meine, ich hab Jagging als erstes kennengelernt. Irgendwie online, wo wir bei MW3 gegen einen, da waren Jagging und ich random halt in einem Team drin. Und wir haben gegen einen Clan gespielt, der uns so übelst hergenommen hat. Das war nicht mehr normal. Also wir sind dann auf MW3, auf Hardhat, irgendwo dann in der Röhre drin gestanden und haben gesagt, weißt du was, wir drehen uns jetzt einfach nur mehr im Kreis. Und sind dort gestanden und haben uns im Kreis gedreht und ja. Also wurdet ihr richtig deep gepimpert. Ja, so richtig heftig Ohne durchpenetriert. Gleitcreme oder? Ja, leider. Also ohne Gleitcreme, aber mit Katzenstreu, damit es prickelt. Ja. Zum Glück bin ich noch nie in diesen Genuss gekommen, das auszuprobieren. Aber jetzt wissen wir wenigstens schon mal den Fetisch von unserem österreichischen Freund. Sind da alle so bei euch oder? Oder nur du? Ja, es ist, seit ich dich und Jagging kenne, ist es schlimmer geworden. Ah, okay. Ja, das heißt, wir haben alles richtig gemacht. Das ist Ja, definitiv ja. alles richtig gemacht Also mit dir. den Sommer, die paar Tage, die ich mit dir verbracht habe, Ja, Felix, der war bei mir zu Geburtstag, als ich 25 geworden bin. Haben wir uns kurz geschlossen und haben gesagt, ey, pass mal auf. Ich komme mal ja. rüber. War auf jeden Fall lustig. Ja, So 12 Stunden im Zug für ihn. 15. 15? 15,5 Stunden. 15,5 Stunden. Ja. Hinfahrt 15 Stunden 31 Minuten, Rückfahrt 15 Stunden 27 Minuten. Ja, auch hocherotisch. Ja, und alles nur für dich. Ja, seht ihr, wie er mir zu Füßen liegt. Ja, habe ich irgendwas vergessen? Wollen wir noch auf irgendeinen Mode irgendwie speziell eingehen, den Zombie-Mode? Da werden wir, denke ich mal, hoffentlich auch mal wieder was machen. Hoffentlich wieder mehr machen. Der ist irgendwie Ja. vernachlässigt worden. Also ich habe jetzt hauptsächlich wirklich nur Multiplayer gespielt. Ich habe mir vorgenommen, vor Neujahr noch in Prestige 10 zu sein. Das hat funktioniert. Ich bin in Prestige 10, aber ich bin jetzt schon so elend lang in dem Prestige, da ich glaube, ich schlafe gleich ein. Okay. Aber du hast ja nicht geboostet, hoffentlich. Nee. Dann ist ja gut. Ja, Felix ist Student, muss man dazu sagen. Er hat alle Zeit der Welt. Ich habe viel Zeit. Ich habe zwei Vorlesungen die Woche. Also ich habe viel Zeit. Ja, also Arbeit pur. Das, was er in diesen zwei Vorlesungen macht, das arbeite ich an einem Tag. Nee, das arbeitest du in einem halben Tag. An einem was? In einem halben Tag. Ich An habe, einem halben Tag, okay. ja. Ich glaube kaum, dass du nur 3 Stunden arbeitest am Tag, oder? Ja, gut, ich fange morgens um 10 Uhr an und hab abends um 8 Uhr Feierabend. Ja, da hast du das, was du in einem Tag hast, habe ich circa in am Monat. Ja, wie eklig. Felix, du musst jetzt ein bisschen was den Leuten hier erzählen, weil ich hab Durst, ich muss was trinken. Puh, was soll ich großartig erzählen? Weiß ich nicht. Ja, Erzählen ich irgendwas aus meine. deiner Jugend. Meiner Jugend. Ja, ist aufgewachsen, aber das haben wir, glaube ich, eh schon mal durchgehabt. Ja gut, aber wir Aufgewachsen. versuchen ja ein neues Publikum zu erreichen. Stimmt auch wieder. Aufgewachsen bin ich jedenfalls in Saudi-Arabien. Noch etwas, das Jagging und ich gemeinsam haben. Wir haben irgendwo unsere Verbindungen in die arabische Unterwelt. Like God Also of da, War. sagen wir so, da hat meine Familie mehr Verbindungen in die Unterwelt als Daniel. Da mein Vater verkauft. Plüschtiere. Ja, Bücher. Das erzählen wir hier nicht, was dein Vater da unten vercheckt. Das ist ein Geheimnis. Ihr könnt ja in die Kommentare posten, was ihr vermutet, was der Vater von unserem lieben Zero vercheckt. Ja. Bin ich mal gespannt, falls oder was da die Leute reinschreiben, falls da jemand was reinschreiben wird hier beim ersten Video. Ja, und da werden wir sehen. Vielleicht kriegen wir noch irgendwo auf einmal
Fans. Ansonsten, ja, ansonsten kann Jay-Z auf eBay kaufen. Ja, Das Mensch. ist mal lustig. Er schickt auf WhatsApp ein Bild und schreibt einfach: Schaut, wir können Subscriber und Views auf eBay kaufen. Also, ja, toll. Ja, okay, schön. Wenn du dafür unbedingt Geld ausgeben willst, be my guest. Be my guest, be my fucking guest. Ja, Leute, die Runde ist jetzt vorbei, wie ihr seht. Wir bedanken uns erstmal fürs Zuhören. Wir hoffen, Ja. dass ihr fleißig auf den Abonnieren-Knopf drückt. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Das war doch okay. Ja, du musst doch schon drücken.